Trainer. Das Kapitel 8 im Lexikon der Fußballmythen von Christian Eichler. Was ist ein Trainer? Ein Trainer ist nicht ein Idiot. So brachte es Giovanni Trapattoni 1998 in seiner legendären Habe-Fertig-Rede auf den Punkt. Ich bin müde. Jetzt Vater, diese Spieler. Verteidige immer diese Spieler. Ich habe immer die Schulde über diese Spieler. Immer die Schulde. Trainer sind Personalchefs. Personalchefs, die Angestellte auswählen. Dienstplaner, die deren Arbeitszeiten festlegen. Übungsleiter, die ihnen technische Vorgänge erklären. Psychologen, die gruppendynamische Prozesse analysieren. Sozialarbeiter, die persönliche Probleme der Mitarbeiter lösen. Bürovorsteher, die Informationen über Konkurrenten sammeln. Planer, die ihren Angestellten Problemlösungsstrategien aufzeigen. Pressesprecher, die hinterher erklären müssen, warum die Angestellten das nicht verstanden haben. Und wenn das zu oft passiert, gegen einen anderen ausgetauscht werden. Im deutschen Fußball ist der Trainer eine vergleichsweise schwache Figur. Viel Verantwortung, wenig Macht. Vor dem Krieg gab es, abgesehen von den Reichstrainern Otto Nerz und Sepp Herberger, keinen Trainer, der gravierenden Einfluss gehabt hätte. Der Schalker Kreisel, der den deutschen Fußball in den 30er Jahren dominierte, war nicht das Kind eines Coaches, sondern geprägt von zwei Spielern, den Schwagern Fritz Cheppern und Ernst Kuzorra. Zur selben Zeit hatte sich in England in Gestalt von Herbert Chapman die allmächtige Trainerfigur herausgebildet, die bis heute die Arbeit in den Spitzenclubs auf der Insel prägt. Dort heißt der Trainer Manager und ist beides in Personalunion. Knorrigen, oft schottischen Figuren wie Chapman, Bill Shankly, Matt Busby oder Alex Ferguson redet niemand in ihre Arbeit hinein. Schon gar kein Spieler. In England, das schon seit dem 19. Jahrhundert Profifußball hat, und in Ländern wie Italien, etablierte sich eine Angestelltenkultur des Fußballs, die es Spielern nicht erlaubt, sich außerhalb des Spielfelds oder gar gegen den Trainer zu profilieren. Es gilt die eiserne Regel, mit der Presse nur über sich selbst reden. Dagegen haben die deutschen Vereinstrainer erst mit der späten Legitimierung des Professionalismus und mit der Einführung der Bundesliga 1963 eine vergleichbare Rolle eingenommen. In Deutschland ragte im Gegensatz zu anderen Ländern die Rolle des Nationaltrainers heraus,
dessen Mystifizierung in Gestalt von Herberger durch den WM-Sieg von 54 Jahrzehnte vorhielt. Während in den lateinischen Ländern die Arbeit des eleganten, schlauen Helenio Herrera prägend wurde für die Rolle des Trainers und die disziplinarischen Anforderungen an die Spieler, dominierten im deutschen Fußball lange verschlagene Serben, Tschaikowski, Savage, zynische Österreicher, Merkel, Happel oder Deutsche, die diese Einflüsse aufnahmen, Blatek. Sie kultivierten ein Schleifer-Image, ein Bild des Trainers als kalter Feldherr, als Dompteur im Fußballzirkus, der die Peitsche schwingt, weil die trägen Tiere in der Manege nur diese Sprache verstehen. Weil das Gegenmodell des langfristigen, behutsamen Aufbaus, das Hennes Weisweiler in Mönchengladbach zur ersten Trainerlegende der Bundesliga machte, nur auf wenige Provinzclubs übertragbar blieb, Rehagel in Bremen, Schäfer in Karlsruhe, Finke in Freiburg, ist die Branche bis heute eher vom Bild des Feuerwehrmanns geprägt. Der springt ein, wo es brennt, auch wenn er manchmal nur ein Schaumschläger ist. Schon in den 70ern bekamen die Profis heraus, dass ihnen nicht viel passieren kann, wenn sie schlecht spielen, weil am Ende der Trainer der Dumme ist. Herr Riefe schaut aus wie ein Aff und ist auch einer, sagte der Stürmer Hans Krankel über seinen Chef beim FC Barcelona. Die Autorität von Bundestrainer Jupp Derwall schwand zusehends, weil Profis wie Kals oder Rubesch sich von ihm nichts sagen ließen und ihm im Trainingslager am Schlugsee vor der WM 1982 auf der Nase rumtanzten. Seinen Assistenztrainer Ribbeck kanzelten sie ab. Du hast dir gar nichts zu sagen. Hinzu kam, dass erst in den großen Clubs Netzer ab 78 beim Hamburger SV, Hoeneß seit 1979 bei den Bayern, hauptamtliche Manager da und dort auch noch sportliche oder technische Direktoren für eigentliche, die langfristige Planung zuständig wurden. Während die durchschnittliche Verweildauer eines Bundesliga-Trainers auf weniger als 2 Jahre sank. Kein Wunder, dass die taktischen Neuerungen des modernen Fußballs nie aus deutschen Vereinen kamen. In den 90er Jahren gerieten die Trainer noch mehr unter Druck. Alle wurden mächtiger. Das Fernsehen, weil immer mehr Geld für Fußball es bezahlte. Die Manager, weil sie immer mehr Geld hantierten. Die Spieler, weil sie immer mehr bekamen. Selbst das Publikum bekam immer mehr Einfluss. Es trug zum Beispiel entscheidend zur Entlassung von Winfried Schäfer beim VfB Stuttgart Ende 98 bei. Sind die Fans